Habe ich was zu essen dabei? Nee. Ich könnte die Ziege höchstens mit Gute Nacht, Thomas Seeland, schlaf schön. Ich könnte die Ziege versuchen, mit Gips zu füttern, aber das wird wohl nichts bringen. Man sagt Ziegen zwar nach, dass sie alles fressen, aber. So, hier habe ich nichts mehr, ne? Hey, du kleine Ziege. Jetzt hast du dich verheddert. Wie doof. Das ist ziemlich unangenehm, oder? So, hier habe ich nichts mehr. Ich könnte sie abmachen. Aber ich habe gar keine Möglichkeit, mit dieser Ziege zu interagieren. Ich kann wirklich nur nach unten gehen. Okay. Ich brauche Wasser. Oder? Moment. Kann ich das jetzt einfach schon hier unten reinlegen? Nee. Das ist doch leer. Ich habe, glaube ich, alles rausgenommen, was gab. Ich greife in den Sack, aber der ist leer. Gut. Hinter dem Altar befindet sich eine geschnitzte Platte, die mit Tieren, Vögeln und Pflanzen ausgeschmückt ist. Achso, nein, 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 nicht wieder umkippen. Bitte, 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 bitte nicht. Die fünf Finger auf dem Rücken der Statue haben perfekte Eindrücke im feinen Sand hinterlassen. Genau. Vielleicht kann ich jetzt hier den Gips reinpacken. Oh, Tatsache. Ich Wow. streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Okay. Die Sandfläche, auf die die Statue gefallen ist, ist mit Gipssplittern übersät. Ich brauche jetzt leider. Was machst du Ich jetzt? streiche den Gips auf dem Sand glatt. Dies ist meine erste Erfahrung in puncto Heimwerken. Das wird nur nichts bringen. Ich habe ein feuchtes Tuch, vielleicht kann ich das darüber auswringen. Ich streiche den Gips auf dem Sand glatt. Dies ist meine erste Erfahrung in puncto Heimwerken. Was kann ich noch machen? Ich kann den Gips schocken, aber das bringt wohl nichts. Wenn ich ihn mit einem Kärtchen hin und her schiebe, könnte man auch meinen, ich mache was anderes. Ich habe noch nicht den Draht, nee. Entschuldigung. Ich habe keinen Draht. Nee, nee, kein Draht. So, nix, nix. Ich brauche irgendeine Flüssigkeit. Sonst kann ich aus den Gipssplittern nichts machen. Und das Wasser hier auf dem Boden kann ich nicht nehmen. Das ist echt ätzend. Kärtchen und weißes Pulver. Unschuldig. Guck. So. Ich kann nichts Hinten auf damit dem machen, Karren ist ein ne? ziemlich unordentlicher Turm aus Heuballen aufgeschichtet, der sich gefährlich gegen die Burgmauer lehnt. Ja. Ich kann leider auch nichts von diesem Heu nehmen. Gehst du bitte? So, die Straße entlang konnte ich nicht gehen. Mit ihm konnte ich jetzt auch überhaupt gar keinen Dialog mehr führen. Hörtje! Hörtje! Ich versuche nochmal hier mit dem Violinisten. Er hört nicht zu. Entschuldigung. Hallo, was? Gips, ich brauche Wasser. Eine Idee bezüglich dieses weißen Pulvers? Könnte es sich dabei um Soda Bicarborunderat handeln? Bicarborunderat? So spricht man das aber nicht aus. Sagt Ihnen dieses Handtuch etwas? Klar, es ist eines von Learys Handtüchern. Wollen Sie es etwa klauen? Nur ausleihen, wenn Sie es so genau wissen müssen. Genau. Okay, verdammt. Also dann bis später. Ich fürchte, ich krieg erst Wasser, Und hallo, Mister. wenn ich die blöde Spülmaschine repariert habe. Aber Dann ich mal weiß tschüss. nicht wie. Ach, wir gehen noch mal zu ihm hier. Eigentlich ja, jetzt nimmt das wieder. Hey, ich Ich wollte. wollte es Nein. doch gar nicht nehmen. Ich will mit dir Hallo. reden. Was? Du siehst etwas, was ich nicht sehe. Ein bisschen Koks nehmen.
Bis dann. Hä? Ich liebe auch, was auch immer auf meinem Dachboden lebt und Murmeln sammelt? Was? So, Stecker, Maschine und so. Kann ich vielleicht mit dem anderen Gips hier nochmal einen Schalter machen? Ich guck mal. Ich glaube, ich konnte mir das hier nicht mehr näher angucken. Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Mhm. Und mit Gips? Nein. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was siehst du denn, Shadow, was ich nicht sehe? Auf deinem Dachboden wohnt ein Tier. Was ist denn das? Eine Fledermaus? Ja, ich weiß, er hat da den Draht, aber jedes Mal, wenn ich hingehe, dann nimmt er ihn auf. Ich versuche jetzt mal noch mit ihm zu sprechen, während er das Ding in der Hand hat. Ja, ich kann... Werfen Sie doch mal einen Blick auf diesen Ausweis. Siehst du, ich bin zertifizierter Elektroinstallateur. Ich brauche einen Draht. Sie sind dazu verpflichtet, mir einen Draht zu geben. Was sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen? Nichts. Verschwinden Sie, stören Sie mich nicht dauernd. Ich habe jetzt jegliche Dialogoptionen mit ihm ausgekostet. Was soll ich ihn mal mopsen? Bis dann. Okay. Jetzt! Jetzt! Nimm's! Nimm's! Das tut er nicht! Guck! Da. Okay. Wir versuchen das nochmal. Leg den Draht ab. Ich beschwöre dich. Wühlmäuse, meinst du? Hast du Wühlmäuse auf dem Dachboden? Jetzt! Nimm es! Nimm es! Nimm es! Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein Drahtstück. Huch! Wie cool! Hi, wie geil! Okay, ich habe ein Stück Draht. Ich brauche dieses Stück Draht vielleicht für die Spülmaschine. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Mhm. Wir überbrücken das jetzt. Fachmensch. Oh, oder auch nicht. Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Dankeschön, Shadow. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Genau so verzweifelt war ich. Ich habe die Spülmaschine repariert. Alles in Ordnung. Genau, jetzt lass mich in den Keller. Und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und Amen, für den Bruder. Mann Amen. Auf Kosten des Hauses. Ah, okay. Super. Könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nicht. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe rum. Ah, wie schön, wie schön. Ist das schön. Haben wir jetzt also auch ein Bier dabei? Nee, doch nicht. Na gut, gehen wir erstmal nach unten. Gucken wir mal. Ah, was ist das? Oh, eine Ratte, wie schön. Mach erstmal... Und... Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Aha. Wo ist denn die Taschenlampe? Was ist das? Wir können nur wieder nach oben. Vielleicht haben wir jetzt ja außen das Ding geöffnet. Das hier. Das wäre doch schön. Na? Ja, wunderbar! Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Mhm. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter. Viel zu weit für einen Sprung. Oh. Verzeihung. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Kahn. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert? Nein, ich war gar nicht da. Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen.
Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Ihnen fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. Mhm. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Auf Wiedersehen. Er ist also wirklich hier. Huh. Moment, dann müssen wir einmal weiter. Oh, wir können seitenweise weiter. Okay, dann lese ich das jetzt nicht. Wir können hier nicht runter. Dann gehe ich nochmal rein. Aber jetzt haben wir vielleicht ein bisschen mehr Licht da unten, dadurch, dass wir jetzt... Jetzt, wo ich was sehen kann, finde ich Mr. Learys Taschenlampe ohne Probleme. Sehr gut, sehr gut. Oh Gott, das sieht aus wie ein Pissoir. Das ist plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Oh, das ist der Edelstein. Das Päckchen ist richtig aufgegangen wahrscheinlich. Klick. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener, blauer Stein. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, McGuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Hm. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Ist okay. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Okay. So, was haben wir denn hier sonst noch? Es tropft. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Da geht's nur wieder nach oben. Dann gucken wir uns das jetzt hier mal an. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Wie schön. Wir haben den Edelstein, wir haben die Taschenlampe. Unser Inventar hat sich auf wundersame Art und Weise erweitert. Kann ich es auch wieder zumachen? Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht. Aber er tropft weiter. So, ich kann natürlich Gips und Wasser. Nein. Dann habe ich ja auch Gipspampe. Ich kann ihn ja mal abwaschen. Nein. Kann ich auch nicht. Ich könnte hier das mal auswaschen. Oh, die schön. Wenigen Tropfen feuchten das Handtuch gerade so eben an. Ja, aber dann mach's doch erstmal an. So. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Gut. Dann mach es jetzt nass. So richtig schön nass. Super, dann kann ich es vielleicht über dem Gips ausfringen. Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat. So, machen wir mal zu hier. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht. Aber er tropft weiter. Hab ich gar nichts dabei? Das Handtuch, ja. Dieses Ding hier vielleicht. Könnte es da drum wickeln? Da war doch Theaterschmiere dran. Dann hätte ich es wenigstens irgendwie schmieren können. Man muss nicht mal Taschenplätze kaufen, ja? Das ist unglaublich, nicht wahr? So, dann gucken wir jetzt nochmal. Okay, und wieder nach oben. Ich mausere mich hier zum richtigen Bergsteiger. Zum richtigen Strohsteiger. Na komm schon, ich habe doch geklickt. Jetzt kletter schon darauf. So, und hinunter. Okay. Nasses Tuch ausfringen. Und dann? Sehr schön. Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen. Mhm. Und jetzt? Reicht es schon nehmen? Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Cool. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue. Mhm. Cool. Da haben wir das. Okay, dann würde ich sagen, setze ich das da mal ein. Die ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die fünf Vertiefungen.
Man hört ein leises Klacken. Dann ist Ruhe. Mhm. Es geht hinein, es geht hinein. Aber Entschuldigung, das hat doch schon jemand gefunden. Also hier war doch schon jemand unten. Nur weil es für George jetzt hier zu schwer war, diese Statue anzuheben, heißt es doch nicht, dass es für andere... Oh, oh. Oh, das sieht aber nicht gut. Montfaucon oder Faucon. An diesem Abend wieder zurück in Paris. Nicht im Ernst. Ist er wieder nach Paris zurück? Ah, Nico ist alleine in Paris, ja? Gut, dann lesen wir doch jetzt doch einmal kurz. Wir waren nämlich auf Seite... Moment, Moment. Wo waren wir denn? Ach so, Nico hat ihr eigenes. Ah, oder? Tatsächlich. Nico hat ihr eigenes Tagebuch hier. Tja, Nico, was machst du? Ach so, es ist Abend? Es ist Abend. Ich kann ja mal... Ich habe keinen Grund, in die Nacht rauszugehen. Ach, Mist. Okay, was leuchtet denn hier nochmal? Ich glaube, das war der Anrufbeantworter. Vielleicht hat er jetzt George was hinterlassen. Jemand hat mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Okay. Sie haben drei neue Nachrichten. Hey, Collard, ich bin's, dein Lieblingsredakteur. Rate mal, warum ich anrufe. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich brauche jemanden, der die Fernsehspalte schreibt. Wird mies bezahlt, aber das kennst du ja. Wenn du Interesse hast, schau mal hier im Büro rein. Oder schau besser auf jeden Fall mal rein. Wir müssen uns mal unterhalten, Nico. Diese Story von dir, die ich abgeblockt habe, die ist noch nicht vom Tisch. Du hast dir da draußen ein paar gefährliche Feinde gemacht. Hallo Nico, ich bin's, dein alter oder eher dein neuer Kumpel George. Boah, Irland ist wirklich ein abgefahrenes Land. Ach so. Und ich habe auch tolle Neuigkeiten für dich. Eine Riesen-Story, genauer gesagt. Oh, ich muss los. So ein Typ hier will mir unbedingt einen ausgeben. Also bis morgen, Nico. Slan, da staunst du, was? Erst einen Tag hier und schon spreche ich gälisch wie ein Eingeborener. Mademoiselle Collard, hier spricht die Melda Carchon. Ich wollte mich noch einmal für ihr Verständnis bedanken, als... Hätten Sie nicht Lust, zum Essen vorbeizukommen? Morgen? Ich habe Ihnen viel zu erzählen. Heute Abend kommt mich ein Monsieur Merlin besuchen. Er behauptet zu wissen, warum Pierre ermordet wurde. Er müsste gleich hier sein. Ich werde Ihnen dann erzählen, was er gesagt hat. Leben Sie wohl, meine Liebe. Bis morgen. Merlin? Meine Güte, Merlin ist doch der Killer. Ich muss sofort hinfahren und Sie warnen. Wenn es für Doppelzüngigkeit Orden gäbe, würde Imelda vom Gewicht der Dinger vorn überkippen. Schuld mir nichts. Ich kann sie doch nicht einfach sterben lassen. Ich auch, Bertigen. Ich friere auch. Ist der Ruf des Palais Royal verlassen. Es ist so kalt. Ich kann nur hoffen, dass ich den Mörder hier erwische. Ich muss Imelda warnen, bevor es zu spät ist. Na doch, mein Rechner wird ja gar nicht richtig warm. Also mein Rechner hat ja nur Körpertemperatur quasi. So, was haben wir denn hier jetzt? Das konnte ich mir aber vorher nicht so detailliert angucken. Hä? Was tue ich hier? Ich löse den ersten Draht. Okay, ich bin noch nicht mal zur Tür gegangen, aber ich fange schon an, hier Experimente zu machen. Und? Ich löse den zweiten Draht. Selbst als beide Drähte entfernt sind, bleibt die Statue stehen. So. Und? Schieb! Schieb! Ja, wunderbar! Und nü? Könnte ich doch da hochklettern. Wenn ich das Ding auseinandernehmen kann, kann ich alles auseinandernehmen. Kann ich alles auseinandernehmen. Ja, jetzt ist die Frage. Vielleicht gehen wir doch erstmal zur Tür. 28 Grad sind es jetzt nicht unbedingt, Bertigen, aber ich würde sagen, so zwischen 38 und 42 könnte ich mir jetzt vorstellen. Abgeschlossen. Durch so eine Tür komme ich nicht durch. Mhm. Aber ich soll ja auch eigentlich klingeln. Die Sprechanlage ist außer Betrieb. Schlechtes Zeichen. Jemand hat den Draht gekappt. Oh ja, das ist wirklich schlecht. Dann müssen wir doch nach oben klettern, würde ich sagen. Nee, hier ist auch erbärmlich kalt. Also nachts friere ich. Ich habe jetzt schon wieder mein Daunenfederbett rausgeholt. Okay.
Hinein geht es. Die Plastikfolie ist dick und stark. Mit bloßen Händen kann ich die nicht zerreißen. Na, du hast bestimmt irgendwas. Wir haben... Hier? Unsere Haarspange? Nein. Okay. Schlüssel... Kann ich das eigentlich kombinieren? Nein. Nein. Den Elefanten? Nein. Nein. Aber das Teil ist auch nicht scharf. Oh, doch? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ja, ich bin damit sehr zufrieden, Shadow. Extrem zufrieden. Er könnte vielleicht fürs Rendern oder so noch ein bisschen mehr RAM haben, aber eigentlich geht's. Eigentlich, darf ich mich da echt nicht drüber beschweren. Grafikkarte ist gut, Prozessor ist gut. Mir reicht der Speicherplatz voll aus. Fürs Auslagern von fertigen Videos habe ich meine externe Platte. Aber bin richtig, richtig zufrieden. Ich hatte vorher schon einen Asus oder Asus. Allerdings keinen Gaming-Laptop, sondern einen Multimedia-Laptop. Ungefähr gleiche Preisklasse. Den habe ich jetzt abgetreten an meinen Mann. Der darf damit jetzt spielen. So. So, das haben sie aber alles wunderbar sauber wieder gemacht, hä? Und hier kann ich mir gar nichts angucken. Und dann? So. Hier ist es dunkel. Oh, ich kann auch gar nicht hingehen. Na dann. Immer dem Licht folgen. Mein Gott. Imelda. Ich komme zu spät. Ist sie tot? Nein. Die sitzt doch da. Imelda. Und lebt bestimmt noch. Nein. Doch. Nico. She's still alive. Das kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Doch. Es war Merlin, nicht wahr? Moalon. Wie ein Edelmann. Wie absurd. Du bist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? So ist es. Verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Wer ist die wahre Imelda? Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einander kennenzulernen. Oh nein! Sie ist tot. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Verdammt. Selbst im Tode sieht Imelda unverändert aus. Schön, rätselhaft. Die Eiskönigin allein in ihrem Eispalast. Okay. Ich öffne es. Es enthält einen kleinen goldenen Schlüssel. Habe ich gerade auch gedacht, dass das die Mutter ist. Also so, wie sie sich benommen hat, ne? Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Oh, okay. Und... Oh, der Schlüssel, der ist für mein Kästchen garantiert. Wie schön, wie schön. Ah, ich habe... Auch erst einen Laptop. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen.